Hey Internet und YouTube, zurück bei Risen. Wir haben keine Ahnung, aber Patty schläft. Psst. Hey, seid leise, Patty schläft, okay? Vollidiot. Don Juan, hast du mir irgendwas zum sagen, oder? Was gibt's Neues? Das Schiff legt heute ab. Ich habe Befehl, den Gefangenen an Bord zu bringen. Gut. Sehr interessant. Ich kenne den Gefangenen. War ein nützlicher Typ. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Ich schleich nicht für dich, okay? Ich schleich für ihn. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Hey, du musst... Siehst du das nicht? Mein Baby schläft hier oben, okay? Bring ihnen lieber bei zu kämpfen. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Na sicher. Ich versohle dir deinen... Sag, wenn du bereit bist. Okay. Lass uns trainieren. Okay, komm Männer, her. Aufgepasst! Es gibt einen Kampf! Ja. Los da! Okay, parieren war rechts. Weiter so! Ich bin der Beste! Männer, lernt! Schaut zu und lernt! Komm her! Warum schlägst du nicht? Was passiert da gerade? Was ist denn? Au! Oh, er tritt! Treten ist was für Mädchen. Warum schlägst du nicht? Hey, shut up, okay? Los da! Yes! Immer mit der Ruhe. Ich ziehe ihm überhaupt keine Energie an. Der Kampf könnte noch ein paar Stunden... Sag schon! Fuck! Hör auf! Hör auf damit! Los da! Oh, Jesus! Zeig, was du kannst! Au! Au! Hör auf! Was zum Henker? Ich möchte jetzt nicht in seiner Haut stecken. Hey, das war erstens Absicht. Für die Demonstrationszwecke zum Kampf. Stillgestanden! Okay? Ich habe überhaupt keine Energie mehr. Das finde ich super. Ich kann... Lebenselixier, Blut plus 5, Regeneration. Naja, ein kleiner Apfel in Ehren. Okay, das reicht. Präsentiert das Gewehr! Okay, so wird man vermöbelt. Gut, haben wir das gelernt? Kein Problem. Wenn ich will, das nächste Mal, dann mache ich es richtig, aber jetzt mache ich es nicht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Absolut nicht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Gott sei Dank, wenigstens einer, der gleich die Wahrheit sagt. Jetzt nicht. Sorry. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, super. Wie wäre es, wenn ich was davon verstehen würde? Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ur-Sigur und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen diese Bestie unternehmen? Das frage ich mich auch. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. I am the one and only. Ich bin der Beste. Das ist also dein bester Mann. Mhm. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Und dann? Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Alright.
Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall. Solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt da den Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen? Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. Finde Stahlbart, auf nach Takarigua. Die Titanenwaffe. Wunderbar. Was wissen wir über bla, bla und bla? Okay. Was wissen wir über Mara? Mara ist der Titanenlord, der das gesamte Meer beherrscht. Aber es sieht so aus, als ob ihr das nicht reicht. Seit die ersten unserer Schiffe in Arborea gelandet sind, werden wir von ihren Kreaturen angegriffen. Es sieht so aus, als ob sie verhindern will, dass wir uns in die neue Welt absetzen. Aber die Sache hat auch ein Gutes. Seit wir Maras Attacken ausgesetzt sind, sind die Wassertitanen von den Meeren verschwunden. Dafür macht uns jetzt der Kraken Probleme. Alright. Was wissen wir über den Kraken? Wir vermuten, der Kraken ist kein Titan, sondern ein uraltes Wesen, das zusammen mit den Titanenlords aufgetaucht ist. Unsere Kanonen richten keinen Schaden an. Wir brauchen eine mächtige, magische Waffe. Kein Thema. Was ist mit Ursegor? Wer weiß, was passiert wäre, wenn du Ursegor auf Faranga nicht freigelassen hättest. Vielleicht hätte Ismael uns schon längst überrannt. Vielleicht hat auch gerade das zum Untergang des Alten Reiches geführt. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wie auch immer. Wir müssen uns jetzt auf Mara konzentrieren. Was wissen wir über Ismael? Über ihn ist nur wenig bekannt. Er und Ursegor haben das Alte Reich in Schutt und Asche gelegt. Egal, welcher der beiden Titanenlords den Sieg erringt. Wenn er sich entschließt, Caldera direkt anzugreifen, sind wir geliefert. Dagegen kann uns selbst der magische Kristall unter der Festung nicht mehr schützen. Dann ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt. Wer ist die blonde Maid hier oben? Du bist ein Typ. Was machst du? Shit. Was ich immer mache, rechnen. Und wenn ich alles durchgerechnet habe, rechne ich's nochmal. Wow. Aber was nützt es? Die Offiziere und Rekruten wollen ihren Sold. Nur gut, dass das bald ein Ende hat. Es gibt bald keinen Sold mehr? Quatsch, nein. Ich bin bald hier weg. Das interessiert mich überhaupt nicht. Was ist mit meinem Sold? Was ist mit meinem Sold? Du bekommst nichts. What? Was? Ich habe genau gehört, was der Kommandant gesagt hat. Du bist kein offizielles Mitglied der Inquisition mehr. Spesen, mein Freund, Spesen. Silberzunge 5. Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, hm? Deswegen haben sie mich ja zum Zahlmeister gemacht. Dann weißt du doch bestimmt auch, wie ich in so einem Fall doch noch an meinen Sold komme. Naja, ich könnte es unter spezielle Aufwendungen verbuchen. Jetzt verstehen wir uns. In deinem Fall könnte ich 200 Goldstücke auszahlen. Ja, damit. Yes, deine Geschichte interessiert mich überhaupt nicht. Danke fürs Gold. Auf Nimmerwiedersehen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, wie wäre es, wenn ich davon was verstehen würde? Wie kann ich was davon verstehen? Du. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Gut, danke für nix. Oh! Für den Ruhm! Okay. Was geht mit dir? Brückentorwache. Du weißt, wie es läuft. Solange das Schiff im Hafen liegt, bleibt das Tor zu. Anweisung des Hohen Rates. What? Wie? Mit einer Brückentorwache rede ich nicht, okay? Gott, da bist du, Knilch, wieder. Hier hinten. Ach, die sind ja alle verschlossen, okay. Vom Schlösserknacken ja, verstehe ich nichts. Ich kann den nicht öffnen. Okay, dann schauen wir mal zu Patty, oder? Guten Morgen, Sonnenschein. Und?
Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Ich mag diese Gesten. Erzähl mir mehr, interessiert mich überhaupt nicht. Du sagtest, du brauchst meine Hilfe? Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Alright. Abgemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Mhm. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Ach, die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Hab ich das? Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Okay, Patty. Hier ist Lea. Ich brauche jemanden, der mir Schlösserknacken beibringt hier. Okay. Gut, dass ich hier oben war. Ich wollte nur nochmal sicher gehen, dass hier oben auch noch alles so ist, wie ich es mir erwartet habe. Betty! Was geht mit dir? Gestern Nacht hat's wieder ein Schiff erwischt. Diesmal direkt vor der Festung. Ich weiß, ich war auf dem Turm. Du hast es gesehen? Ich hab's nur von der Schiffsbesatzung gehört. Es gab nur eine Überlebende. Und der Rest von den armen Teufeln liegt am Grund des Meeres. Naja, könnte sein, dass die Flut noch was an den Strand gespült hat. Wir können jedes bisschen Ausrüstung und Proviant gebrauchen. Das muss ich dir ja nicht sagen. Sieh dich doch mal am Strand um. Vielleicht findest du was Brauchbares. Treibgut. Let's take a look. Okay, wie funktioniert das? Seekarte? Ja, supi. Ich. Auftraggeber, Questziel. Und wie kann ich das auf der blöden Karte hier oben? Gut, keine Ahnung. Exzellent. Und jetzt? I need Treibgut. Was ist Treibgut? Zum Beispiel das hier. Yeah, 1 von 6. Yay. Yeah. Yes. Muschel, her damit. Verkaufen. Und sie bringen Glück. Ah. Nummer 3. Yes, Nummer 4. Ich bin der Beste. Hier ist Nummer 5. Oh, jeez. Yes, gib ihm. Ich kann die linke Maustaste bedienen, like jeder Pirat. 50 rum, Baby. Kratz ab, Viech, blödes. Was habe ich geplündert? Eine Leuchtkugel. Top. Ich plündere hier alles und jeden, ist mir völlig wurscht. Ich brauche noch ein Treibgut. So wie ich das sehe. Hallo?
Was ist? Oh, eine Höhle. Her mit dem Pilz. Proviant. Her damit. Gib mir das. Was zum Henker ist hier? Was ist hier? Oh, Gott, Gott, der Pudel. Oh, nein, 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 stopp. Hör auf. Oh, meine Energie. Ich wollte I drücken. Für Inventar. Oh, Gott. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Oh, Mann. Wo ist mein Speicherpunkt? Fuck. No way. Gib mir meins. So ein Dreck. Gib her das Ding. Nummer 3. Jetzt ist aber gut hier. Kratz ab. Im Namen Gottes. Was macht der hinter mir? Ich hoffe, das ist eine lange Sterbensequenz hier. Gut. Goody gut. Hopp. Ja, mit dem... Ich wollte ohnehin nicht den Pilz nehmen. Oh, was ist jetzt hier? Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Wozu bin ich hier unten? Könntest du zuschlagen? Wäre echt nett von dir. Okay, könnte ich jetzt erfahren? Ist ja gut. Hier ist nix. Hier ist nix. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Echt. Okay, ein paar Kräuterchen. Okay, super. Gut. Gut, dass wir das gesehen haben. Gut. Manometer. Manometer. Okay, wie viel Treibgut hatte ich jetzt? Entschuldigung. Also die Muschel. Okay. Her damit. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. 5. Sechs von 6. Perfekt. Dankeschön. Es war bezaubernd. Dankeschön. Das klang wie ein Knochenbruch. Okay. Gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold, Gold, Gold. Gestern Nacht hat's wieder ein Schiff erwischt. Das interessiert mich an. Ich weiß. Mann. Du hast es gesehen? Es gab. Und neu. Wir. Sieh. Okay, du. So. Und? Und? Hast du was gefunden? Ja, natürlich. Ein paar Fässer und Kisten. Mehr gibt es nicht zu holen. Das sieht gut aus. Gut gemacht. Bitteschön. Gibt es auch ein bisschen Gold? Hol dir gefälligst deinen Sold bei Angus ab. Ich bin gar kein Mitglied der Inquisition mehr. Aber du hast doch deine Uniform an. Bald nicht mehr.
Du gehst wirklich weg von hier? Ja, mit dem nächsten Schiff. Tja, in dem Fall alles Gute. 200 Gold, dankeschön. Was ist hier drin? Eine Ratte, warte, ich erledige das. Raus hier! Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. What? Kann ich... Du Idiot! Du bist sowas von gefeuert. Komm her. Ah. 20 rum, Baby. Oh. Kommt ja? Oh, no! Hey! Raus hier! Alright, ich geh schon. Alles klar. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ist in Ordnung. Ich bin gar nicht hier. Okay, vielleicht sollte ich nicht gleich laufen. Okay, ich glaube. Raus hier! Ist doch gut. Hier ist eine Kiste, mein Freund. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Haben wir jetzt schon gehört, okay? Haben wir jetzt verstanden. Ich kann auch die ganze Zeit schleichen. Ist überhaupt kein Thema. Hör zu dieser Kiste hier. Oh yeah. Es gibt hier rohes Geflügel und Gold. Alles nehmen, alles. Dankeschön. Ich speichern. Dum. Yum. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Schade. Oh, okay, Pokal. Noch irgendwas. Hauptsache verkaufen. War's das? Bleib. Oh Mann, kann ich hier nicht Schlösser knacken? Lernen? Bevor ich fahre? Oder kann ich jedes Mal. Kann ich einfach wieder zurück und sagen, hi. Leise. Obwohl, jetzt ist Wurst. Ich hab alles, raus danke. Hier. Okay, Typen, ich will dich nicht wiedersehen. Ich bin schon weg. Interessiert mich ohnehin nicht. Betty, ich bin gleich bei dir. Ich nehme schon wieder viel zu lange. Oh, ein Trank. Viel zu lange auf. Kann ich ins Wasser springen? Theoretisch, ja. Aber es gibt kein Zurück mehr. Die Frage ist, kann ich hier irgendwo dieses Schloss-Drecksdings noch lernen? Oder ist das einfach... Bootsmann. Da bist du ja wieder. Ja. Auf nach Takarigua! Auf nach Takarigua! Schön, dass du das gesagt. Erzähl mal schön dem Captain. Okay, dann mach ich Zeit, das. Dass wir wegkommen. Auch ohne den Befehl des... Baby? Ich bin bereit. Das freut mich. Wo ist... Wer hat die schönste Uniform an? Das Schiff ist bereit. Wie sieht's mit dir aus? Absolut keinen Plan. Auf geht's. Ankerlichten! Segel setzen! Steuermann! Kurs auf Takarigua! Zeig mir den Finger nicht da mitten ins Gesicht. So. Wow, 24 Minuten. Gott. Grandios. Wenn das Schiff so weiterfährt, 45 Minuten. Dum, meine Insel. Warum bleiben wir nicht mehr hier, Patty? Das sieht doch schon viel besser aus. Wow. So wird niemand auf die Idee kommen, dass du zur Inquisition gehörst. Wir sollten von Bord gehen. Die Crew ist schon an Land. Die Besatzung von Puerto Sacarico weiß bestimmt nur wenig über die Piraten. Aber vielleicht können wir Hinweise auf die Lage des Piratennestes bekommen. Außerdem sollten wir uns für unsere Expedition ausrüsten. Ja super, was ist mit meiner alten Rüstung, Baby?
Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Deine alten Klamotten? Die habe ich über Bord geworfen. Super. Du hast was? Du hast selbst gesagt, keiner soll dich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Na, das fängt ja gut an. Das fängt absolut besch... Trank der Klingen, was ist das? Wirkungsdauer 30 Sekunden. Wurfwaffen plus 7, plus, schärft deine Sinne und Reaktion für 30 Sekunden. Ich möchte das für immer. Okay, ich habe wenigstens... Okay, der Proviant habe ich nicht verloren. Gott sei Dank. Hast du Glück gehabt, Betty? Sonst wäre ich jetzt nämlich stinksauer gewesen. Stinksauer. Wir werden schon sehen, was passiert, sobald wir den Schatz haben. Und wenn du glaubst, dass ich ihn teile Ordo mit dir... Palabra. Du mich auch. Wie praktisch, dass wir jedes Mal Sklaven geladen haben, wenn wir hier landen. Jo, da können wir uns die Schlepperei sparen. Bald geht's weiter. Tja, dann. Oh. Ah, du hast dich deiner Uniform entledigt. Sieht so aus, ne? Das ist gut. Ich habe den Männern erzählt, dass ich dich unehrenhaft aus dem Dienst entlassen musste. Wegen flegelhaften Benehmens. Ich dachte, bei deiner Visage ist das von allen möglichen Gründen der plausibelste. What? So wird dich bestimmt niemand mehr mit der Inquisition in Verbindung bringen. Was für ein wunderschöner Tag. Ist das für mich? Was für ein Arsch. Du hast die Kiste durch die Ding fallen lassen, du Idiot. Absolut. Bald geht's weiter zur Schwertküste. Jo. Jo. Warte mal kurz. Okay, ich nehme viel zu lange auf. Oh, Jesus Christ. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. F5 speichern for the win. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.